Ich habe mal von einem Pfarrer gehört, der lieber eine Pfarrerin sein wollte. Ich muss zugeben, das ist für mich persönlich gar keine Nachricht wert. Welches Geschlecht jemand hat, spielt für mich in den meisten Zusammenhängen überhaupt gar keine Rolle. Für viele Menschen aber schon. Sollten wir den Wert der Arbeit einer Person davon abhängig machen, welches Geschlecht sie hat? Sollten wir nicht vielmehr die Ergebnisse zählen oder wie die Person mit Mitmenschen umgeht und wie groß ihr Herz ist? Der Mensch sieht nun mal das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Wir leben in spannenden Zeiten. Es wird viel über Geschlechtergerechtigkeit diskutiert. Das ist gut so, denn wir leben in ungerechten Zeiten, was dieses Thema angeht. Homosexuelle Menschen werden regelmäßig diskriminiert. Frauen werden immer noch regelmäßig benachteiligt, einfach weil sie Frauen sind. Homosexuelle Menschen werden regelmäßig diskriminiert, einfach nur wegen ihrer sexuellen Ausrichtung. Als Christ finde ich das unerträglich. Am allerschlimmsten aber finde ich es, wenn solche Diskriminierung auch noch religiös begründet wird. Religionen haben im Kern das Ziel, Frieden zu stiften, sowohl innerlich als auch äußerlich. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht zuweilen leider anders aus. Aber Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und ihnen unterschiedliche Rollen zugewiesen, höre ich dann immer wieder. Oder Homosexualität ist ein Greuel vor Gott. Wer so redet, hat nicht verstanden, dass die Bibel und andere heilige Schriften von Menschen geschrieben worden sind. Von Menschen, die an Gott glaubten, dabei aber Teil ihrer eigenen Religion und Kultur waren. Die Bibel wurde vor allem von Männern geschrieben. Wen wundert es, dass die Frauen da eher die zweite Geige spielen und bestimmte Gruppen eben schlecht wegkommen? Nur weil es dem Buchstaben nach so in der Bibel steht, heißt es noch lange nicht, dass der Gedanke von Gott kommt. Denn es geht nicht um den Buchstaben, sondern um den Geist dahinter. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, schreibt Paulus im zweiten Brief an die Korinther. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kern der christlichen Religion ist die Liebe. Mit der Brille der Liebe muss alles bewertet werden. Paulus hat das an einer Stelle sehr gut verstanden, wenn er schreibt, dass in Christus weder Mann noch Frau ist. Die Formulierung in Christus bedeutet, dass vor Gottes Augen alle Menschen gleichwürdig sind, und zwar egal, ob sie männlich oder weiblich sind. Wenn Gott die Menschen nicht wegen ihres Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung diskriminiert, halte ich es für sehr befremdlich, wenn die Gläubigen das tun. Sollte Gott den Menschen geschaffen haben, dann wohl nicht nur seinen Körper, sondern auch sein Innenleben, die Psyche. Wenn ein Mensch nun in seinem Körper sich nicht richtig aufgehoben fühlt, hat er die Freiheit, sich in Genderfragen selbstbestimmt zu verhalten. Er nimmt Gott dabei nichts weg. Nun, das ist die Theorie, die Praxis ist eine andere. Es ist nicht so, dass es nie eine Rolle spielt, welches Geschlecht jemand hat, aber es ist doch so, dass es in den allermeisten Fällen keine Rolle spielt. Die Pfarrerin also, die mal ein Pfarrer war, verdient es, mit den Augen Gottes angesehen zu werden. Solches Ansehen wünsche ich mir für uns alle. Ein hohes Ansehen hätten wir dann voreinander.